Ja, moin moin Leute, und was geht? Ich bin's wieder, euer Flo, und letzte Folge waren wir hier und jetzt gehen wir mal den Sokolov einen Besuch bestatten und werden den mal so ein bisschen ausfragen, wa? Hoffentlich kooperiert Sokolov. Ich hoffe, er würde noch einmal mein Porträt malen. Dann nur mich. Ich bin nicht dagegen, ihn für eine Weile gefangen zu halten. Er hat ja den Lordregenten unterstützt. Aber es ist schade. Ich fand ihn immer sehr charmant. Anton Sokolov hat vor Jahren mit uns zu Abend gegessen. Brillant und widerwärtig. Hat sich wohl kaum geändert. Sokolov zu schnappen war ein Geniestreich. Der Lordregent wird von den meisten noblen Familien unterstützt. Wer weiß, wie er sie dazu gebracht hat. Wir brauchen Informationen, um seinen Griff zu lockern. So schaut das nämlich aus. Und deshalb werden wir jetzt hier. Kaiserlicher Arzt, ich glaube, Sie kennen Corvo noch aus früheren Zeiten. Allerdings weiß er, was Loyalität bedeutet. Pah, ich bin mir selbst loyal. Ihr jedoch verkehrt mit dem meistgesuchten Mann des Kaiserreiches. Ich glaube, Corvo hat mit dem Tod der Kaiserin nichts zu tun. Der Meisterspion, oder der Lordregent, wie er sich jetzt nennt, ist ein skrupelloser Tyrann, der diese Stadt zerstören will. Das Herz des Kaiserreichs. Sie irren, wenn Sie glauben, ich wäre ein Freund des Lordregenten. Was auch Ihr Plan ist, Ihre Abschreckungstaktik funktioniert bei mir nicht. Wenn ich es nicht schaffe, Sokolov, dann vielleicht diese Ratten. Selbst ohne die Seuche im Blut habe ich gehört, dass Ratten ein Kind in einer halben Minute bis auf die Knochen abnagen. Und Schlimmeres, wie lange bevor sie reden? Bis sie betteln zu reden? Ratten? Sind das jetzt Ihre Freunde, Admiral? Es sind Ihre Freunde, die uns interessieren, Sokolov. Sie haben ein Bild der Geliebten des Lordregenten gemalt. Der Edelfrau, die mit ihrem Vermögen das Militär finanziert. Sie ist der Schlüssel zur Kontrolle des Lordregenten über die Stadt. Und wir wollen Ihren Namen. Es tut mir leid, Admiral. Ich kann Ihnen nicht helfen. Es ist Zeit, ihn zu befragen. Wenn Sie soweit sind, Corvo. Er bringt uns näher an den Lordregenten. Es ist nicht schön, aber es muss sein. Ja, ich gucke mich hier erstmal um. Na, ich brauche ein bisschen nämlich Money. Deswegen bin ich nur in diesem Raum, um ein bisschen Money abzugreifen. Oh, lol. Okay. So, da ist ein Büschelchen, das nehmen wir uns mal. Wer lesen möchte, kann gerne lesen. Und dann gehen wir mal da hoch. Wo ich schon die ganze Zeit drauf warte, hier hinzugehen, um das einfach zu nehmen. So, Gesundheitselixier. So, das war's. Alles klar. Gut, dann können wir ihn ja jetzt befragen, ne? So, mein Lieber. Sie sind Teil dieser Unruhen, doch. Ich weiß, dass Sie Ihre Gründe haben. Ja, in der Tat. Alles, was wir brauchen, ist der Name der Geliebten des Lordregenten. Mehr nicht. Den werde ich Ihnen nicht verraten. Sie müssen die Worte schon aus mir rauszwingen, doch ich warne Sie. Meine Willenskraft ist legendär. Mal sehen, ob die Ratten hungrig sind. Vielleicht finde ich ein Bestechungsmittel. Eine merkwürdige Strategie. Mit der ich einverstanden bin. Bären kaufe. Ich könnte einen Drink finden. So, Piero. Weil die Ratten seien ja dumm. Jeder weiß, dass Sokolov praktisch süchtig ist nach einem seltenen Likör namens King Street Brandy. Er schmeckt abscheulich, aber zufällig besitze ich eine Flasche. Sehr schön. Es widerstrebt mir nur, sie Ihnen für Sokolov zu geben. Sie war nicht billig. Ein teures Getränk, eine Mischung aus seltenen pandysianischen Gewürzen und einem Tropfen Balöl. Würden Sie sie vielleicht kaufen wollen? Weil sie, wenn es gibt andere Wege zu machen.
150 nur, oder? Was? Ja, gut. Optional, rede mit Bär und kaufe. So, mein Gutster. Überlasse ich ihn. Aber wenn Sie die Befragung Sokolovs ermüdet, sollten Sie von seinem legendären Durst nach King Street Brandy wissen. Piro hat wohl eine Flasche. Es könnte helfen. Wenn nicht, rufen Sie mich, wenn es spannend wird. Alles klar. Mann. Hier findet man keinen billigen Fusel, sondern edle Tropfen. Ich habe hier eine Flasche King Street für Sie. King Street Brandy? Ich dachte nicht, dass es noch welchen gäbe. Ein außerordentliches Geschenk. Ich habe es mit Männern mit Geschmack zu tun. So viel kann ich Ihnen sagen. Sie wurde immer Lady Boyle genannt. Ich habe sie gemalt, aber sah weder ihr Gesicht noch hörte ich ihren Vornamen. Sehen Sie, denn ich malte eine Rückenansicht. Sie ist dennoch ein wirklich unglaublicher Anblick. Aber ich weiß nicht, welche Schwester sie ist. Sie sollte mir heute Abend auf einem Maskenball zu ihren Ehren vorgestellt werden. Ein Termin, den ich jetzt wohl verpasse. Was? Ein Maskenball im Hause Boyle? Heute Abend? Das passt hervorragend, Corvo. Aber die Boys sind reich und skrupellos. Ihr Haus wird gut bewacht sein. Natürlich haben sie schon eine Maske. Nicht wahr, Corvo? Er hat recht. Sie könnten sich unter sie mischen, wenn sie einmal drin sind. Sie müssen herausfinden, welche der Boyle-Damen gemeinsame Sache mit dem Lordregenten macht. Töten Sie sie. Wir sind fast am Ziel. Wenn Sie das heute schaffen, können wir den Lordregenten besiegen und Emily einsetzen. Das Schicksal sei mit Ihnen. Ich schwöre, ich habe Ihr Gesicht nie gesehen. Aber ich bürge dafür, dass Ihr Rücken der feinste der ganzen Stadt ist. Vielleicht des ganzen Kaiserreichs. Ich nehme an, hier für die Dauer Ihrer kleinen Protestaktion festgehalten zu werden. Sie haben nicht zufällig etwas zu lesen? Etwa Wilmans Geschichte der kleineren Perversionen? Sie liegen falsch, wenn Sie denken, der Lord Regent interessiere mich. Der Mann ist irre und vermutlich die Ursache für die meisten unserer Probleme. Sie sind eine viel interessantere Person, als ich dachte, Corvo. Eines Tages werden wir uns unterhalten. Ich habe nie geglaubt, dass Sie die Kaiserin getötet haben, Corvo. Sie hing sehr an Ihnen. Aber vermutlich verhelfen Sie der nächsten Kaiserin zu ihrem Thron. Okay. Kobler hat zum Drehen gedrückt halten. Warum? Was macht das? Ach, das sind die Ratten, oder? Ich will es gar nicht ausprobieren. Wie ich höre, sind Sie zur Feier der Boyles unterwegs. Ich habe nur eine kleine Bitte an Sie. Geben Sie bitte Lord Shaw diese Nachricht. Na ja, Sie erkennen ihn. Ein eher grober Mann in einer Wolfsmaske. Und er sucht wohl nach mir. Ich wusste, dass Sokolov uns sagt, was wir wissen wollten. Er mochte den Lordregenten noch nie. Tut mir leid, die Boyle-Geschichte zu verpassen. Aber Sie wissen ja, wie es ist. Streng geheime Missionen und so weiter. Es ist sehr wichtig. Allein Ihnen vertraue ich die Überbringung der Nachricht an Lord Shaw an. Die Nachricht ist kurz. Aber Lord Shaw wird sie verstehen. Passen Sie mit den ganzen Speichelleckern des Lordregenten auf. Ich belästige Sie nur ungern mit dieser Nachricht. Aber es ist wichtig. Und Sie werden das besser als jede andere erledigen. Dessen bin ich mir sicher. Da ist Emily. Waren Sie mal in einer Seeschlacht? Aber natürlich. Haben Sie Piraten gesehen? Welche versenkt? Selbstverständlich. Dutzende, oh ja. Aber das ist nichts für junge Mädchen. Aber ich werde Kaiserin werden, oder? Dann muss ich selbst viele feindliche Schiffe versenken. Das machen Kaiserinnen doch, oder? Gewiss. Ich wusste es. Ich habe gelesen, dass Piraten Hexen an Bord haben, die Stürme beschwören und Wale befehligen können. Stimmt das? Ja. Nun, größtenteils. Lassen wir das jetzt.
Na gut. In der Golden Cat sah alles so schick aus. War irgendwie anders schick als im Palast. Madame Prudence sagte, dass die Damen dort Prinzessinnen wären und die Männer kämen, um sie zu bewundern. Mrs. Pilsen und ich haben beide gesehen, wie Mutter starb. Mrs. Pilsen hätte es dort gefallen. Ich hoffe, es geht ihr gut. Wo immer sie auch ist. Wenn ich meine Puppe jemals wiedersehe, mache ich daraus einen Feiertag im ganzen Kaiserreich. Jetzt bin ich mal gespannt, wohin die geht. Bin ich jetzt mal gespannt. Wahrscheinlich guckt sie sich das einfach nur an hier. Oder? Aha. 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 The Lady Emily. Ja, sie geht da hin und guckt sich das jetzt alles an hier. Okay. Gehen wir zu Samuel. Yay! Der Maskenball der Boyles, wie? Eine spaßige Sache, aber nicht für jeden. Bereit? Ich bin bereit. Hab ja alles. Das Boyle-Anwesen. Du fandest heraus, Lady Boyle ist die größte Unterstützerin des Lorigan, aber drei Frauen der Familie Boyle sind als Lady Boyle bekannt. Die Frau des verstorbenen Lord Boyle und ihren Schwestern Sokolov weiß nicht, welche es ist, da er unter besonderen Umständen nur den Rücken einer Lady Boyle gemalt hat. Geil. Du wirst am Abend eines vornehmen Maskenballs zum Anwesen der Boyles geschickt, um herauszufinden, welche Lady Boyle auszuschalten ist. Ach, geil. Das kann wieder was werden, Leute. Meine Güte, der Lord Regent legt sich für die Boyles ins Zeug. Dachte nicht, dass hier heute Tallboys patrouillieren. Pass auf, Corvo. Die verstehen keinen Spaß. Die gute Nachricht, wenn sie es auf die Feier geschafft haben, werden sie dank ihrer Maske gar nicht auffallen. Genießt den Abend mit Menschen von wahrem Format. Besser ihr als ich. Das wird lustig jetzt. Ich glaube, eine alte Frau, die sie Lumpengräfin nannten, lebte hier in der Gegend. Nur passend, dass eine Irre wie sie Lady Boyle als Nachbarin hatte. Wenn nur die Hälfte der Geschichten über die Boyles wahr ist, bekämen mich keine Eine von Boyles... Boyles ist schuldig. Welche ist noch unklar? Mische dich unter die Gäste des Maskenballs, um sie zu identifizieren. Pferde auf ihr Anwesen. Die Straßen auf ihrem Weg zur Feier werden ganz schön ungemütlich sein. Viel Glück da drin. Aber lassen Sie sich nicht täuschen, diese Leute sind reich, aber trotzdem Halsabschneider. Das sind manchmal richtig gute Informations, muss ich sagen. Ja, das ist nice. Oh. So, die Waffe würde ich eher nicht rausholen, ne? Wir haben da eine Rune, da ein Knochenartefakt. Würde ich sagen, gehen wir doch mal da rein, oder? Unautorisierte Eindringlinge werden ausgewiesen oder an Ort und Stelle. Die kleinen Mini-Schäden, die da machen. Hier soll die Rune sein, oder was? Ne, da vorne. Da sehe ich es doch schon. Ist ja gut jetzt. Eine Rune. So, da ist noch eine Rune, da ist noch ein Knochenartefakt und da auch. Fuck, darf ich hier mit Waffen rumlaufen? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. So. Mal gucken uns halt mal ein bisschen um, wa? Und eine... singen, aber sie verlor gleich zu Beginn ihre Stimme. Was war das? Wachen zu mir! Au!
Warum jetzt? Ich lass mich nochmal töten, weil... Du triffst noch nicht mal von der Schusslinie, Junge. Hä? Ich dachte, ich kann da jetzt einfach so rein. Ich dachte, ich kann da jetzt so schön reinlaufen, ohne dass mich jemand erkennt, ohne dass mich jemand sieht. Nein. Ich finde einen Weg ins Innere wohl anwesend. Steht auf Wunsch der da können wir auch nochmal rein, glaube ich. Ja, geil. Ich dachte, okay, dann dürfen wir vielleicht innen, im Haus nichts machen. Ich dachte, wir kommen einfach so schön, easy, locker jetzt mal schön rein, so, weißt du, ein bisschen schauspielern. Nein! Ist doch gut, jetzt macht doch mal nicht so viel Damage hier. So, da ist eine Rune und da ist ein Knochenartefakt. Gut. Aber sie verlor gleich zu Beginn ihre Stimme. Ist das ein Verbrechen? Warte doch. Ein paar Aufseher gingen vorbei und hatten eine ihrer... Na, du weißt schon. Eine ihrer Spieluhren. Sie hörte also mit dem Singen auf, als sie vorüberging. Und sie dachten, sie wäre eine Hexe. Du hättest es sehen sollen. Sie sind mitten durch die Rosen, haben sie niedergeworfen und dann zum Orden geschleift. Und Sie sagen, wir wären dumm. Wir brauchten einen vom Regenten beglaubigten Schrieb, um sie frei zu bekommen. Aber seitdem ist sie nicht mehr die gleiche. Wundert mich nicht. Hab da so Geschichten gehört. Sie will nicht darüber reden. Eines Tages werde ich einen dieser Fanatiker auseinandernehmen. Und ich gebe dir Rückendeckung. Das müsste ich mal ein bisschen mehr machen. Wäre ein bisschen mehr praktisch, oder? So, die sind mir ein bisschen beisammen. Aber ich könnte ja... Kommt das scheiß Ding... Oh, fuck. Das scheiß Ding jetzt an. Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Alter. Kommt das Ding jetzt wirklich hier an, oder was? Wäre ja richtig kacke. Nice. Stell dich nicht an. Aufwachen. Wo bist du? Da bist du. Aus der Schusslinie. Kill ihn doch. Junge, was hat denn da jetzt so lange gedauert? Wie hat er mich gesehen? Sag mir das jetzt. Wie hat er mich gesehen? Zu mir! Nimm das! Ja! Verstehe ich jetzt nicht, oder? Verstehe ich nicht, tut mir leid. Verstehe ich nicht, habe ich jetzt nicht verstanden. Das tut mir jetzt leid, aber der hat mich nicht erkennen können. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist, abschauen. Okay. Sei mal. Ich finde, hast du nichts zu lachen. Wenn der jetzt hier reinguckt, Junge. Keine Sorge, ich finde dich schon noch. Die Dinger sind richtig ekelhaft. Was heißt das Grüne? Kann ich das einsammeln oder was? Schwein ist mir entwischt.
komm mal mit, Junge. Junge. Oh, du gehst da hin. Das sind doch jetzt diese Zombie-Dinger-Typen, oder? So, zeig mal, wo haben wir denn was? Da sind Runen, da sind Knochenartefakte. Diese Dinger fucken übelst ab, ey. Ist ein bisschen härter jetzt. Was zum? Hilf mir! What? Was ist denn jetzt los, Junge? Das schien mir nicht ganz normal. So, dich legen wir auch mal dahin. Überlebende. Hat er die einen jetzt umgebracht oder nicht? Oder doch? Oder doch? Ne, der eine lebt da noch. Lebt jetzt auch nicht mehr. Alter. Ich erschrecke ja richtig. Das Ding kommt. Oh yeah. Das ist jetzt richtig Schleichen angesagt. Ich möchte aber gern den, weißt du, da ist unsere Maske. Jeder müsste uns eigentlich kennen mit der Maske. Können wir das ausschalten? Ich weiß halt auch nicht, wie der Radius ist von den Scheißdingern. Können wir das nicht ausmachen? Diese Lampen? Die ist Rattenplage wahrscheinlich. Pisst euch doch mal. Kommen die einfach da an? Ich glaube, es hackt. So, dann holen wir uns erstmal die Knochenartefakte und das Rünchen. Das ist wahrscheinlich wieder irgendwo da drin, wo man nicht reinkommt. Go away. He doesn't live here anymore. Corvo? Davon hast du also geträumt? All die Monate im Gefängnis von Coldridge, während du auf den Henker gewartet hast? Reichtum, schöne Frauen in der neuesten Mode, Gelächter und tivianischer Wein und dann die Gastgeberin Lady Boyle. Ich sehe all ihre Tage und weiß, entweder stirbt sie heute durch deine Hand oder sie verbringt Tage, Monate und Jahre fernab. Während ihre feine Kleidung zu Lumpen zerfällt und ihr seidiges Haar stumpf und grau wird. Die halbe Stadt sieht den Lichtschein der Feier und träumt von ihren Köstlichkeiten. Wirst du das alles zerstören? So oder so, es wird Lady Boyles letzte Feier. Sollte uns das zum Nachdenken geben? Hier ist noch ein Buch. Eine Münze. Oh ne, fünf Münzen. So. Aua, Fotze. Ich kann die auf jeden Fall nicht umbringen. So viel steht schon mal fest. Lecker. Matzo, Fatzo. Ah. So, zeig mal. Was haben wir denn hier noch so schön? Frag mich zwar, wo die jetzt herkam, aber okay. So, da ist noch ein Knochenartefakt, da will ich auf jeden Fall noch hin. Und zur Lumpengräfin, die ist ja auch irgendwo hier. Die Frage ist, wo?
mach das mal kurz aus. Irgendwo muss ja die Lumpengräfin sein. Da ist Licht. Und warum ist da ein Balkon? Kann man da vielleicht hin? Keine Ahnung, was für Dinger das sein sollen. Ich denke mal, dass man die zerstören kann. Aber muss auch nicht. Achso, wir waren von hier, kamen von hier, ne? Ja. Kamen von da. Wir können hier hoch. Und dann können wir uns vielleicht nur verstecken oder auch da rein. Weiß ich nicht. Da ist so ein Häuschen, dass man rein kann, glaube ich. Aber Leute, das sehen wir im nächsten Part, wie wir vorgehen. Erstmal danke fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also bis dann, euer Flo. Ciao.